Liebe Besucherinnen und Besucher meines aktuellen Podcasts, zunächst noch ein glückliches, gesundes neues Jahr 2011. Der Spiegel nennt unsere Kanzlerin ja die alles wird teurer Kanzlerin. Ja, leider hat dieses Blatt recht. Schwarz-Gelb hat zwar vor der Wahl mehr Netto von Brutto versprochen, im neuen Jahr müssen sich die Bürgerinnen und Bürger aber auf deutliche Mehrbelastungen gefasst machen. Besonders greift die Bundesregierung den Arbeitnehmern mit mittlerem Einkommen, den Rentnern, den Arbeitslosen und den Familien mit Kindern in die Tasche. Die Arbeitnehmer mit hohem Einkommen werden, ja, ist leider von dieser Lobbypolitik nicht anders zu erwarten, kaum belastet. So steigen die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung von 14,9 auf 15,5%. Die Arbeitnehmer zahlen dabei in Zukunft noch mehr als die Arbeitgeber. In diesem Sinn hat die Bundesregierung die Weichen gestellt. Der Arbeitgeberanteil bei der Krankenversicherung bleibt bei 7,3%. In Zukunft auch eingefroren. Und alles, was teurer wird und Gesundheit, kann nicht billiger werden. In einer älter werdenden Gesellschaft wird von den Versicherten alleine über Zusatzbeiträge zu leisten sein. Weniger Geld gibt es aber auch für Familien mit mittlerem Einkommen. Das Elterngeld künftig wird nur noch zu 65% anstatt zu 67% des bisherigen Nettoeinkommens ausbezahlt. Massive Einsparungen gibt es auch bei den Beziehern von Arbeitslosengeld II und ihren Familien. Sie verlieren 300 Euro im Monat, denn ihnen würde das Elterngeld komplett gestrichen. Den Langzeitarbeitslosen werden die Rentenversicherungsbeiträge gestrichen. Das bedeutet in Zukunft noch mehr Arbeitslose, die später in Altersarmut landen werden. Also von mehr Netto, vom Brutto ist also überhaupt nichts zu sehen. Stattdessen werden nach wie vor Klientengruppen wie die Atomkonzerne, wie die Konzerne, wie die Pharmaindustrie fürstlich bedient. Die Bundesregierung stellt die Weichen für eine massive soziale Schieflage in unserem Land.